So, guten Tag, meine lieben Gartenfreunde. Ich wurde gebeten, mal zu zeigen, was wir für Sorten an Tomaten so benutzen. Da habe ich jetzt hier so ein bisschen was ausgelegt. Das ist aber nicht alles von diesem Jahr. Das, was man hier vorne sieht, das ist alles auch fürs nächste Jahr neue Sorten, die ausprobiert werden sollen. Aber ich fange jetzt erstmal an von den Sorten, die wir dieses Jahr hatten. Und das war einmal die Hellfrucht, die war auch sehr, sehr, sehr gut. Die ist sehr, sehr ertragreich. Hier steht, dass die 1,40 Meter hoch wird, die Pflanze. Bei uns waren sie sogar noch höher. Dazu muss man sagen, die wurden aber auch mit einem Langzeitdünger gedünnt, mit einem 6-Monats-Dünner. Und wir hatten da ab Ende Juli die ersten schönen Tomaten. Und wie gesagt, sie ist sehr, sehr ertragreich, die Hellfrucht. Dann hatten wir auch noch ein paar Paprikas auch gehabt. Die hatten wir in den Kübeln gehabt. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Aber dazu mal ein anderes Thema. Wir sind heute bei den Tomaten. Dann haben wir die Goldene Königin. Die ist halt ähnlich wie bei der Hellfrucht. Eher mittelgroß, die Früchte. Aber eher kleiner als groß. Also wenn man eine Fleischtomate vergleicht. Die Goldene Königin, die ist auch, wie gesagt, sehr ertragreich, wird um die 1,80 Meter hoch. Das stimmt so auch in etwa, wie es hier angegeben ist. Und ist halt ohne Säure eher ein süßlicher Geschmack. Die ist auch sehr, sehr gut. Dann hatten wir die Marmadentomaten. Die waren auch ganz, ganz lecker. Da muss ich sagen, steht hier 200 bis 500 Gramm. So große hatten wir nicht. Unsere waren um die 200 Gramm. Dazu muss ich aber sagen, habe ich diesmal, weil ich einige Sorten mehr probiert hatte, nicht einen 60 cm Abstand eingehalten, sondern nur 45 cm. Und durch den Langzeitdünner waren die sehr üppig, obwohl wir auch ausgegeizt hatten. Aber die wächst auch sehr, sehr gut. Davon hatte ich drei Pflanzen, zwei in Freiland mit einer speziellen Überdachung dafür und eine im Kübel. Und ich muss sagen, die macht mal große Früchte, mal eher kleinere. Also es waren nicht alle große Tomaten dabei, sondern gab auch eher mittlere, also verschiedene Größen. Das muss ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder austesten. Dann hatten wir hier eine Ochsenherztomate F1 Hybride. Die war auch sehr, 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 sehr ertragreich. Die war richtig, richtig lecker. Einer unserer Favoriten ist diese Ochsenherztomate. Ja. Und wir hatten die schwerste Tomate war 870 Gramm. Also da ist das noch mit 250 Gramm schätzungsweise, was hier angegeben wird, ein bisschen untertrieben. Das waren richtig große Klopper, also richtig große Tomaten. Ja, das ist auch eine Sorte, die wir nächstes Jahr wieder anbauen wollen und die uns sehr, sehr gut gefallen hat. Dann haben wir hier auch ein paar Roma-Pflanzen gehabt von der Tomate und die war auch sehr, sehr gut. Hat sich sehr gut zum Kochen geeignet, einkochen. Hat halt kleinere Früchte, dafür länglich. Und damit waren wir auch zufrieden. Dann sind das unsere neue Sorten, die hier hinten sind. Da haben wir auch einmal wieder eine Fleischtomate, also mehrere Fleischtomaten, wie man sieht. Hier haben wir noch eine Opala-Tomate rosa. Dann haben wir hier Pomodoro aus Italien, auch sehr, sehr gut. German Gold kommt auch nächstes Jahr mit ins Sortiment. Wir können nächstes Jahr anstatt etwa 25 Pflanzen 10 bis 15 Pflanzen mehr machen, weil wir ja ein Gewächshaus jetzt noch planen. Und das sind so die auserwählten Sorten, die ich da hinten habe, die dieses Jahr mit ins Sortiment kommen sollen. Dann haben wir hier einmal die Tomate Cherry Prince, die auch mit reinkommt ins Sortiment. Und ich werde wahrscheinlich nicht alle ausprobieren können von den neuen Sorten, aber ich habe vor,
4, 5 Sorten von diesem Jahr auch wieder zu verwenden und ein paar von den neuen Sorten. Zum Beispiel, die ist auch sehr, sehr interessant. Wie gesagt, die muss ich aber auch noch erstmal austesten. Diese Sorten habe ich mir jetzt gekauft. Die habe ich mir alle selber gekauft. Die habe ich nicht geschenkt bekommen. Und wie gesagt, ich erzähle einfach nur, welche Sorten wir jetzt davor hatten, welche wir jetzt planen, einfach nur für die, die es interessiert. Ist auch gar keine Werbung oder so, sondern ich habe früher immer gerne selbst diese Videos angeschaut und war immer sehr froh, wenn jemand irgendwas über besondere, tolle Tomatensorten sagen konnte und vor allen Dingen auch alte Tomatensorten. Da habe ich dann auch immer geschaut, ob ich die mir dann irgendwo bestellen kann und war immer froh, wenn man schöne, ausgefallene Sorten, ja, sieht, mitbekommt. Und wie gesagt, diese Haufen hier, den ich hier habe, Valencia, Cherny Prince, German Gold, Tomate Rosa, das sind alles noch so die Sorten, die ich ausprobieren werde nächstes Jahr. Aber wir waren auch mit der letzten Ernte sehr, sehr zufrieden, da war es auch durchmischt. Da hatten wir drei Sorten Fleischtomaten und einmal die Roma mit länglichen und ein paar kleinere Tomaten mit bei. Also es war gut durchmischt, das hat uns auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu viel an Information und bis zum nächsten Mal.